Der Unterschied zwischen Weißmehl und Vollkornmehl. Um das zu erklären, habe ich hier einen Querschnitt von einem Weizenkorn. Dinkel und Roggen sind ähnlich aufgebaut. Der Unterschied ist simpel. Hier habe ich ein Weizenkorn im Querschnitt. Dinkel und Roggen unterscheiden sich nicht groß. Das ganze Korn vermahlen gibt Vollkornmehl. Und die hellen Mehle sind eher aus dem Mehlkörper. Je heller ein Mehl, desto bessere Backeigenschaften hat es. Zum Beispiel eine Semmel, die ist super, super luftig. Im Gegensatz dazu ein Vollkornmehl. Die Brote bleiben immer kompakter, aber weil alle Ballast und Nährstoffe eigentlich in den Randschichten drin sind, ist Vollkorn natürlich viel gesünder. Hier hast du einen Vollkornbrotteig, der ist ziemlich kurz in der Struktur. Hier wird es auch schwierig mit dem Fenstertest. Der reißt dir immer sehr, sehr früh. Das ist auch der Grund, warum das Vollkornbrote oft in einer Form gebacken werden, dass sie nicht breit laufen. Helfen diese Tipps? Wirst du mehr sehen? Schreib einen Kommentar.